Varanasi ist die wohl faszinierendste Stadt, in der ich je gelebt habe. Über 3000 Jahre schmiegt sie sich nun schon mit ihren kilometerlangen Treppen, den Ghats, an das Ufer des Ganges, der sich in der Trockenheit wie ein großes, glattes, graues Band durch die karge Landschaft im indischen Norden schlängelt. Wie jede größere indische Stadt ist auch Varanasi durchzogen von engen Straßen, in denen sich Motorroller, Lastwagen, Fahrradfahrer, Fußgänger, Rikschas und alle möglichen Tiere, von Hunden bis hin zu Eseln und Kühen, die in unbeobachteten Momenten gerne das Gemüse der Straßenhändler klauen, tummeln. Es riecht nach Gewürzen, indischen Speisen, Abgasen, Kuhmist. Töpfe klappern, Hupen tröten, Menschen diskutieren und verhandeln, Motoren knattern und hin und wieder kommen Gruppierungen vorbei. Die Bahren, eingewickelt in blütenweiße Leinentücher, bunt geschmückt mit Glitzergirlanden und Blumenketten, singend vorbei zum Ganges tragen. Ihr Ziel sind die Ghats. Hier findet das Alltagsleben statt. Eigentlich wie in jeder anderen indischen Stadt auch. Eine der Treppen dient zum Waschen der Wäsche und als Treffpunkt für die Frauen, die sie waschen, um sich ein bisschen auszutauschen und einen Tee zu trinken. Ein anderes wiederum ist den Viehbesitzern vorbehalten. Es liegt direkt neben dem Ghat, an dem die Wäsche gewaschen wird, und wird mehrmals täglich von den Bauern aufgesucht. Denn in der Trockenzeit, bei über 40 Grad im Schatten, brauchen ihre Wasserbüffelherden die erfrischende Abkühlung im Nass. Und noch ein bisschen weiter flussaufwärts findet sich ein Ghat, auf dem einige der heiligen, alten, weisen Männer sitzen. Sie meditieren hier und strotzen der Hitze. Sie lehren ihre Schüler. Sie beobachten das Treiben um sie herum und bestreichen die Stirn williger Touristen mit Asche, um sie innerlich zu reinigen. Die Menschengruppen, welche singend und betend die bunt geschmückten Bahren durch Varanasi tragen, wollen jedoch zu keinem dieser Ghats. Ihr Weg führt sie noch etwas weiter flussabwärts, zu einer der Treppen, über denen eine große, friedliche Stille liegt. Eine der Treppen Varanasis, auf denen große Feuer aus edlen Hölzern wie Sandelholz brennen. Eine der Treppen, auf denen sich die Zeit aufzulösen scheint. Wer hier ankommt, hat es geschafft. Denn dies sind die Treppen, auf der die Toten verbrannt werden. Heilige Treppen, die die Hindus vom ewigen Kreislauf von Sterben und Wiedergeburt erlösen werden, wenn sie hier ihre letzte Ruhe in den edlen Feuern finden und ihre Asche dann von den Hinterbliebenen dem Ganges übergeben wird. Philosophen und auch Psychologen haben über Jahrhunderte versucht zu definieren, was Trauer eigentlich ist. Sigmund Freud fasste es schließlich so zusammen: Trauer ist regelmäßig die Reaktion auf den Verlust einer geliebten Person oder einer an ihre Stelle gerückten Abstraktion wie Vaterland, Freiheit, ein Ideal und so weiter. Ganz schön trocken, oder? Pastoralpsychologin Kerstin Lammer hält es da schon etwas kürzer mit ihrer Trauerdefinition. Trauer ist die normale Reaktion auf einen bedeutenden Verlust. Du kannst also über alles Mögliche traurig sein. Über den Verlust einer geliebten Person, über den Verlust deiner Heimat und Wohnung, über den Verlust von Gegenständen, an denen du hängst, über den Verlust von Zuständen, wie zum Beispiel Frieden, Gesundheit oder Freiheit. Den Verlust von Möglichkeiten, zum Beispiel von Wünschen, die sich nicht erfüllen und so weiter und so weiter. Und das ist ganz normal. Trauer kommt immer dann, wenn wir keine andere Wahl mehr haben, als zu begreifen und zu akzeptieren, dass etwas von dem, was ich gerade aufgezählt habe, eintritt oder schon eingetreten ist und wir es nicht ändern können,
egal wie sehr wir uns auch anstrengen mögen. Wenn wir realisieren, dass wir verloren haben. In den letzten beiden Folgen hast du von mir erfahren, dass Wut und Angst Quellen haben, aus denen sie in dir entstehen. Und ich habe einige Sätze gebraucht, um zu erklären, was noch alles an positiven Energien in diesen Quellen schlummert und wie du sie umwandeln und für dich besser nutzen kannst, als sie in Angst oder Wut zu investieren. Mit der Trauer verhält sich das ein bisschen anders. Generell wirst du in dieser Folge feststellen, dass Trauer und der Umgang mit ihr etwas völlig anderes ist als der Umgang mit Wut oder Angst. Denn die Quelle, aus der deine Trauer kommt, ist die größte aller Quellen, die du in dir trägst. Es ist die Quelle, aus der deine ganze Liebe kommt. Und während du Wut in Mut oder Durchsetzungsvermögen und Angst in Anpassungsfähigkeit oder Kreativität verwandeln kannst, kannst du mit Trauer so erstmal gar nichts machen. Denn Trauer ist Liebe. Nur rückwärts irgendwie. Das hast du sicher schon 100.000 Mal in deinem Leben erfahren. Wenn du etwas liebst und es verlierst, ist die Trauer immer genau so groß, wie es die Liebe zu dieser Person oder dieser Sache oder dieser Idee gewesen ist. Und sie ist nicht nur genauso groß, sondern sie schmerzt auch genau an dieser Stelle, an der vorher das wohlige Gefühl der Liebe in dir schwang. Nämlich überall. Wenn wir etwas Neues mit Liebe besetzen, wenn wir uns verlieben, können wir oft nicht schlafen, nicht essen und keinen klaren Gedanken mehr fassen. Zumindest keinen, der außerhalb dieser neuen Liebeswelt liegt. Wenn die Liebe oder ein geliebter Mensch geht, ist es genauso. Auch dann können wir nicht mehr schlafen, nicht essen und keinen klaren Gedanken mehr fassen, der außerhalb dieser Liebeswelt liegt. Liebe und Trauer sind also nicht nur untrennbar miteinander verbunden. Sie sind eins. Im Leben ist es die Liebe, die uns antreibt. Alles, was wir tun, tun wir für die Menschen, die wir lieben. Das Land, das wir lieben, den Job, den wir lieben, die Ideen und Vorstellungen über uns und unsere Zukunft, die wir lieben. Und wenn wir verlieren, hängen wir in der Luft. Unsere Liebe findet die Person, den Ort, die Idee nicht mehr, an der sie bis eben noch war. Und dann müssen wir sie sortieren, einen neuen Ort für sie finden und bis dahin bei uns behalten. Trauer ist ein Prozess und wahrscheinlich ist es jetzt ganz logisch für dich, dass das der Schattenweg der Liebe ist, den wir alle hin und wieder gehen müssen. Damit unser Leben irgendwann, wenn wir fertig sind mit diesem Weg, weitergehen kann. Mit neuen Menschen, vielleicht an neuen Orten oder mit einer neuen, guten Idee für uns und unsere Zukunft. Dieser Prozess ist also das, was wir als Trauern bezeichnen. Das einzige Negativgefühl, was wir nicht umwandeln oder vermeiden können, egal wie sehr wir uns auch anstrengen mögen. Aber Wut, Angst und Trauer haben dennoch etwas gemeinsam. Wenn sie bei uns sind, kosten sie uns enorm viel Energie. Und sie zu überstehen und mit ihnen umzugehen auch. Und alle drei verleiten uns dazu, manchmal ganz, ganz komische Dinge zu tun, die für die Menschen um uns herum nicht immer nachvollziehbar sind. Unser Körper hat Mechanismen zur Verfügung, die ihm helfen, diese Gefühle, wenn sie uns zu ersticken drohen, loszuwerden. Wenn wir ausrasten und unserer Wut Luft machen. Wenn wir rennen oder schreien
um die Stressbotenstoffe in unserem Körper abzubauen, die die Angst ausgelöst hat. Und hier komme ich zu einem weiteren, entscheidenden Unterschied von Trauer gegenüber Wut und Angst. Wenn du das Ausrasten bei Wut oder den Wegrennimpuls bei Angst nicht lenkst und einfach so explodierst zum Beispiel, kann es zu großem Schaden kommen, den du im Nachhinein bereust und der dich im schlimmsten Fall teuer zu stehen kommt. Bei Trauer ist es nicht so. Wirklich. Überhaupt nicht. Trauer sucht sich, so wie Wut und Angst, einen Weg, um sich aufzulösen. Meistens, indem wir weinen müssen, denn das Schluchzen lockert unsere Muskeln im ganzen Körper und fördert deren Entspannung. Und indem wir sehr müde, unmotiviert und unkonzentriert werden. Denn so fällt es uns leichter, erstmal alles loszulassen, was unwichtig ist für diese Zeit, in der unsere Liebe sich neu ordnen muss und viel, viel Energie und Raum dazu braucht. Das ist sehr gesund und wird, wenn du es einfach zulässt, ganz im Gegensatz zu Wut oder Angst, überhaupt keinen Schaden anrichten. Weder bei dir noch in deinem Umfeld. Es ist wirklich wichtig, diesen Unterschied zu verstehen. Deine Wut und deine Angst sind manchmal durchgeknallte Irre, auf die du ein Auge haben solltest und bei denen es ab und zu nötig ist, sie zu lenken und bewusst auf gesunde Weise abzubauen. Deiner Trauer hingegen kannst du vollkommen vertrauen. Bedingungslos. Das ist mein Geheimnis, welches ich dir als ausgebildete Trauer- und Sterbebegleiterin in der heutigen Folge weitergeben möchte. Deine Trauer weiß genau, was gut für dich ist. Wenn du sie zulässt, mit allem, was sie dir vorschlägt oder abverlangt, sei es noch so seltsam oder absurd, und auf sie hörst und dem nachgehst, garantiere ich dir, dass sie sich von allein auflösen wird, wenn die Zeit reif ist. Und dass alles, was bleibt aus dieser vielleicht schweren Zeit, die Erfahrung sein wird, dass du es überstanden hast. Dass du da durchgehen konntest, irgendwie. Du wirst kein Trauma zurückbehalten und du wirst wieder leben, lieben und lachen können. Wie lange so ein Prozess dauert, kann übrigens sehr unterschiedlich sein. Hier ist meine Faustregel. Je größer die Liebe, je länger die Bindung, also die Zeit, die du mit etwas oder jemandem verbracht hast, je überraschender das Ende, umso größer und länger die Trauerphase. Ich habe auch heute wieder 5 Blickwinkel vorbereitet, die dir den Umgang mit Trauer erleichtern sollen. Erstens. Mit dir ist nichts falsch. Jeder Mensch ist anders und jeder Trauerprozess auch. Du hast mich in einigen Folgen dieses Podcasts schon schimpfen gehört über die viel zu wenigen Tage, die dir per Gesetz zustehen, um zu trauern, wenn ein naher Mensch verstirbt. Und über die Tatsache, dass dir keine Trauerzeit zugestanden wird, wenn dieser Mensch kein Verwandter ersten Grades ist. Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch darüber aufregen, dass es so viel mehr Verlustsituationen im Leben eines Menschen geben kann, als den Tod eines nahen Verwandten, die echt schwerwiegend sind, die genauso viel Zeit und Zuwendung brauchen und für die sich das System, in dem wir leben, einen Scheißdreck interessiert. Egal, ob es ein lang gehegter Wunsch ist, von dem plötzlich klar wird, dass er vielleicht niemals in Erfüllung geht, oder deine Wohnung, in der du seit 20 Jahren wohnst, aus der du plötzlich raus musst und keine Wahl hast. Verlust und Enttäuschung folgt immer ein Trauerprozess. Den braucht deine Seele, um zu akzeptieren, dass das, was passiert, jetzt wirklich die Realität ist und dass du daran nichts ändern kannst. Von dem ersten Schockmoment, wenn der Verlust eintritt, bis zu dem Moment, wo die Akzeptanz kommt und du Frieden schließen kannst mit den neuen Umständen,
geht die liebe Seele durch ganz viele verschiedene Stadien. Zuerst einmal wird sie versuchen, den Verlust zu leugnen. Das ist der Moment, in dem du denkst, das kann einfach nicht wahr sein. Oder auch, das darf einfach nicht wahr sein. Irgendwann muss sie einsehen, dass das jetzt wirklich so ist. Und dann wird sie erstmal sauer. Denn wenn wir etwas verlieren, was uns am Herzen liegt, egal was es ist, dann fühlt sich das verdammt ungerecht an. Sauer sein kostet viel Energie. Und genauso wie das Verleugnen des Verlusts, ändert auch der größte Wutanfall nichts daran, dass etwas unwiederbringlich verloren ist. Deine Seele wird es einsehen und du auch. Vielleicht kommt es noch zu einem letzten Versuch, den Verlust aufzuhalten, indem du einen Deal mit deinem Partner, Gott oder dem Universum versuchst zu machen und ihm versprichst, in Zukunft alles anders oder besser zu machen, wenn nur bloß dieser Verlust jetzt nicht eintritt. Meistens jedoch funktionieren diese Deals leider nicht. Und erst, wenn diese Trauerphase vorbei ist, kommt es zu dem, was jeder von uns recht schnell als Trauer erkennt. Das Gefühl des völlig Aufgelöstseins, der elenden Schwere, die auf deinem Körper liegt, der Müdigkeit, der Verzweiflung, der Hoffnungslosigkeit, dem Seelenschmerz, der sogar körperlich spürbar wird, und dem Wunsch nach Rückzug und Stille. Und selbst das passiert oft nicht hintereinander weg, sondern es wechselt hin und her. An einem Tag wirst du wütend sein, am nächsten total deprimiert, am übernächsten wieder wütend und so weiter. Es wird Tage geben, an denen kannst du sogar lachen. Und dann wieder Tage, an denen die Trauer dich voll einholt. Das ist ganz normal und widerspricht sich in keinster Weise. Trauer hält sich nicht an Konventionen, nicht an gesetzlich vorgeschriebene Zeiträume, in denen sie da sein darf, und auch nicht an meine Aufzählung hier. So ist sie, die Trauer. So ist sie, die Liebe. Zweitens. Als ich noch als Trauer- und Sterbebegleiterin gearbeitet habe, hatte ich es manchmal auch mit Kindern zu tun, die einen Elternteil verloren hatten, zum Beispiel. Und weil Kinder noch nicht so rational denken wie Erwachsene, erklärt man ihnen die Trauer eher in Bildern. Das sieht dann so aus. Wenn du etwas verlierst, was du sehr lieb hast, dann tut das sehr, sehr weh. Es ist ein bisschen wie hinzufallen und sich das Knie ganz doll aufzuschlagen. Es tut fürchterlich weh und es blutet und es dauert eine lange Zeit, bis es sich ein bisschen besser anfühlt und du wieder vorsichtig laufen kannst. Der Schmerz wird weniger, je mehr dein Knie verheilt. Manchmal, wenn du dir dein Knie aufgeschlagen hast und es ist schon ein bisschen besser, gehst du wieder spielen und vergisst vielleicht sogar, dass du eine große Schramme am Knie hast. Wenn du dann beim Toben mit deinen Freunden aus Versehen dagegen stößt, tut es für einen kurzen Moment wieder höllisch weh und blutet vielleicht sogar noch mal ein bisschen. Aber nicht so schlimm, wie als du dir das Knie aufgeschlagen hast, denn es ist ja schon ein bisschen verheilt und deswegen ist der Schmerz viel kürzer und es blutet auch nicht mehr so stark wie am ersten Tag, als du gestürzt bist. Und noch einige Zeit später wird es ganz verheilt sein und du wirst wieder toben und mit deinen Freunden spielen können, wie bevor du hingefallen bist. Nur manchmal, wenn man wirklich ganz, ganz doll stürzt und die Wunde sehr groß ist, dann kann es sein, dass eine Narbe zurückbleibt. Hab keine Sorge, auch sie wird eines Tages nicht mehr wehtun. Nur wenn du sie ansiehst, wirst du dich ab und zu daran erinnern, dass du einmal ganz doll gestürzt bist. Drittens.
Mach deine Trauer zu einer Person. Deine Trauer ist ein behäbiger, stiller Zeitgenosse. Du musst nicht viel mit ihr machen. Das Beste, was du tun kannst, ist, zu bemerken, dass sie da ist. Denn dann weißt du auch, dass du heute wahrscheinlich keine Höchstleistungen vollbringen wirst und dass du Zeit für euch beide brauchst. Nimm sie mit, sie stört niemanden. Sie wird sich auf deinen Schreibtisch setzen, wenn du arbeitest, mit dir auf dem Sofa lümmeln, wenn du nach Hause kommst und sich nachts mit dir zur Ruhe betten. Wenn es dir besser geht, wird sie immer seltener zu dir kommen. Erlaube ihr, bei dir zu sein. Sie fühlt sich nicht so an, aber sie ist eine von den Guten. Sie ist all die Liebe, die du hast. Sie hat sich nur einen großen Mantel übergeworfen. Sie wird ihre Arbeit machen, mit dir durch diesen Prozess gehen, indem du deine Liebe neu ordnest und eines Tages auf leisen Sohlen den Mantel abwerfen, wenn sie ihren Job erledigt hat und du bereit bist, vorsichtig weiterzugehen in deinem Leben und deine Liebe neu zu verteilen. Viertens. Hier kommt der Grund, warum ich so super angepisst bin von dem Umgang mit Menschen, die trauern in unserem System. Denk nochmal an Punkt 2 und den Vergleich mit dem aufgeschlagenen Knie. Wenn du dir das Knie aufschlägst, wird irgendwann alles wieder gut. Vorausgesetzt, du verhältst dich so, wie man das eben tut, wenn man dort so eine große Wunde hat. Bein hochlegen, Pflaster drauf, vorsichtig sein und schonen in der ersten Zeit. Das ist soweit ganz logisch, nicht wahr? Es ist der Lauf der Dinge, was aufgeschlagene Knie angeht. Und das Natürlichste auf der Welt, sich darum zu kümmern und Rücksicht zu nehmen im Alltag, bis es eben wieder heile ist. Was passiert, wenn du keine Rücksicht nimmst und einfach weiterrammelst, als wäre nichts gewesen? Richtig. Es wird nicht heilen und wenn du richtig Pech hast, infiziert sich die Wunde oder reißt noch weiter auf. Jede Trauer, die du nicht durchlebst oder die du versuchst zu verdrängen, aus welchen Gründen auch immer, wird immer wieder aufbrechen, wenn dir etwas Trauriges passiert. Mit jedem Trauerfall wirst du nicht nur die aktuelle Trauer erleben, sondern auch all die Trauer, die du vorher in deinem Leben verdrängt hast. Denn Trauer will und muss erlebt werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Das System, in dem wir leben, welches so gar kein Verständnis für Liebe, Verlust und Trauer hat, außer wenn es wirklich unausweichlich wird, fördert genau das. Dass wir glauben, dass wir keine Zeit haben dürfen, uns in unsere Trauer fallen zu lassen und da durchzugehen, bis alles wieder heile ist. Du glaubst nicht, wie viele Menschen es heutzutage gibt, die Traumata mit sich rumschleppen und Verlustängste entwickelt haben, weil die Welt, in der sie leben, das eingefordert hat. Weil sie pünktlich zum Dienst erscheinen mussten, 3 Tage nachdem ihr Vater verstorben ist. Ich will keinen Ärger oder so. Daher halte ich mich mit meinem Tipp für diesen Punkt sehr kurz. Der gelbe Zettel vom Arzt heißt nicht umsonst Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und nicht Krankheitsbescheinigung. Alles klar? Fünftens. Sicherlich kennst du diese klassischen Beerdigungszitate aus unserem Sprachraum. Von Asche kommst du, zu Asche gehst du und so weiter. Lass mich den letzten Blickpunkt mit einer kurzen Beschreibung aus dem Buddhismus beginnen. Die Buddhisten vergleichen das menschliche Leben und generell alles, was existiert, mit einem großen Meer.
Wenn wir am Strand sitzen, schauen wir auf das Meer. Wenn wir uns auf die Brandung konzentrieren, schauen wir auf die Wellen. Eine Welle bildet sich aus dem Meer. Erst in dem Moment, in dem sie zu unseren Füßen in die Brandung schlägt, nehmen wir sie als Welle wahr. Wir können darauf zeigen und sagen, da ist eine Welle. Die Welle strömt in den Sand zu unseren Füßen. Und nach einem kurzen Moment zieht sie sich zurück ins Meer. Sie verschwindet. Wir können die Welle nicht mehr sehen und blicken wieder auf den Ozean. Und so wie mit dieser Welle ist es mit allen Dingen, die existieren in diesem Universum. Sie sind da, sie formen sich und wir können sie sehen. Und eines Tages gehen sie wieder zurück. Sie geben ihre Form auf, sodass wir sie nicht mehr angucken und darauf zeigen können und sagen können, dies ist eine Welle. Und dennoch befinden sie sich im Ozean. Sie waren nie da und sie werden nie verschwinden. Setze deine Trauer in die Realität um. Ich habe mich viele Jahre mit den unterschiedlichsten Kulturen befasst. Mit ihrer Lebensweise, ihren Traditionen, ihren Religionen. Jede Kultur dieser Erde hat ihren eigenen Umgang mit Trauer gefunden, indem sie sich Rituale und Gesten erschaffen haben, für die Zeit unmittelbar nach dem Verlust und meist durch das ganze erste Jahr nach dem Verlust hinweg. Und rund um unseren Globus ähneln sich diese Traditionen, denn sie verfolgen einen bestimmten Zweck. Ein Leichenschmaus zum Beispiel hat den Sinn, dass die Hinterbliebenen sehen, dass sie nicht alleine sind mit ihrem Schmerz und dass sie Unterstützung erfahren in ihrem Umfeld. In manchen Ländern ist es Tradition, dass die Angehörigen für ein paar Tage gar nichts von ihren alltäglichen Aufgaben machen sollen, sondern die Bekannten, Freunde und Nachbarn alles übernehmen, damit die Trauernden sich ihrer Trauer hingeben können. Das Aufbahren von Leichnamen dient der Überwindung des Schocks und sorgt dafür, dass diejenigen, die den Verlust erlitten haben, schneller realisieren können, dass es wirklich so ist, damit sie schneller in den Prozess des Liebe-Neusortierens kommen können. Ich könnte ewig weitermachen mit dieser Aufzählung, daher mein Tipp für dich. Mach, was du findest, was dir hilft. Du magst hier in Deutschland vielleicht kein Sandelholz am nächsten Flussufer aufschichten und deinen verstorbenen Onkel dort verbrennen können. Aber wenn du dich verabschieden möchtest, von wem oder was auch immer, lass Luftballons mit Briefchen steigen. Wenn du einen schönen Erinnerungsort brauchst, um immer mal wieder zu dem zurückkehren zu können, was du verloren hast, pflanze ein Bäumchen. Du kannst auch einen Brief schreiben, ihn verbrennen und die Asche begraben. Wenn du nicht allein sein möchtest, lad dir einen guten Freund ein. Mach, was du willst und vor allem mach, was du brauchst. Wenn du das Gefühl hast, du kommst allein über deinen Verlust nicht hinweg, schau einmal im Internet, ob es in deiner Umgebung nicht auch einen Verein für Trauerhilfe oder Trauerbegleitung gibt. Dort findest du Menschen, die ausgebildet sind für die Begleitung Trauernder oder auch Gruppen, wo Menschen sich treffen, die einen ähnlichen Verlust erlitten haben wie du. Und an dieser Stelle ist es schon wieder Zeit für das Mantra der Woche. Ich liebe so sehr. Die letzten 4 Folgen waren für mich, vor allem aber wahrscheinlich für dich, ein hartes Stückchen Arbeit. Die Do-It-Yourself-Reihe endet mit der heutigen Episode. Deshalb möchte ich den Bogen schlagen, zurück zur Einleitungsfolge dieser Trilogie. Folge 2 dieser Staffel, Machtspielchen und Gefühlsduselei.
Damals habe ich dir gesagt, dass du nie die Entscheidungsgewalt darüber hast, mit welchem Gefühl jemand auf etwas reagiert, was du tust, und dass du nur Wahrscheinlichkeiten abschätzen kannst. Dabei bleibt es auch. Aber jetzt weißt du, dass jeder von uns immer die Wahl hat, wie er mit seinen Gefühlen umgeht. Ob er sich ihnen widmet, im besten Fall so, wie ich es beschrieben habe, denn dann kannst du an jeder noch so schwierigen Lebenssituation wachsen und dich weiterentwickeln, oder so, wie ich es nicht empfehlen würde, blind gesteuert von Angst und Wut, von einer in die nächste Katastrophe zu stolpern. Keiner von uns kann sich die Aufgaben und Herausforderungen aussuchen, die das Leben an uns stellt. Es ist deine Aufgabe, mit deinen Gefühlen gesund umzugehen. Es ist deine Aufgabe, gute Entscheidungen für dich zu treffen. Es ist die Aufgabe deines Gegenübers, mit seinen Gefühlen gesund umzugehen, um, genau wie du, am Leben zu wachsen, statt daran zu zerbrechen. Falls du dich in einer Situation wiederfindest, in der du eine Entscheidung treffen musst, die für dich wichtig und gesund ist, auf die andere aber vielleicht mit Wut, Angst oder Trauer reagieren werden, denk daran. Wir können uns im Leben meistens nicht aussuchen, ob wir Lehrer oder Schüler sein wollen. Und vergiss niemals, dass du fühlst, bedeutet, dass du lebst. Wenn dir mein Podcast gefällt und du ihn gerne hörst, würde ich mich voll freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes, YouTube oder Facebook hinterlässt, damit auch andere wissen, dass es sich lohnt, hier mal reinzuhören. Wir beide hören uns wieder in 2 Wochen. Die nächste wird, so als Ausgleich, eine ganz leichte, lockere Folge sein, in der es darum geht, wie du deinen Traumjob findest. Mit einer Beispielgeschichte über meinen ganz persönlichen Zickzacklauf durch die Arbeitswelt. Ganz easy. Versprochen. Bis dahin, pass auf dich auf. Sei gut zu dir selbst. Deine Susi.